Hallo und willkommen zu einem neuen Video der Spielzeugtruhe. Heute wieder mit Christian. Wir hatten es schon angekündigt, wir wollen uns zusammen unsere komplette Playmobil-Sammlung angucken. Leider geht das nicht in einem Video, weil das ist einfach unmöglich, das alles hier in einem Raum aufzubauen. Deswegen verteilen wir es auf mehrere Teile und heute fangen wir mit der Kinderklinik an. Das letzte Video zur Kinderklinik war ja noch zu dem Beleuchtungsset und das Video davor Kinderklinik XXL mit der zweiten Stockwerkserweiterung. Das haben wir eben nochmal alles zusammengebaut. Hinter der Kinderklinik, wir sind hier auf der Rückseite, haben wir das Set Kind im Rollstuhl stehen. Das ist der Papa mit dem kleinen Kind, das ziemlich schwer verletzt ist, scheinbar so viele Verbände wie das hat. Und im Hintergrund seht ihr das Erdgeschoss von der Kinderklinik. Da haben wir einmal unsere Krankenhausleiterin, die hier eine Akte in der Hand hält und hinten dran die Sachen, um Kinder zu wiegen und zu messen und so eine kleine Rezeption. Nebendran ist da noch der OP-Saal, da ist jetzt auch das Beleuchtungsset eingebaut, das schalten wir mal noch an. Dann leuchtet im Eingangsbereich diese schöne gelbe Leuchte und im OP haben wir dann die OP-Leuchte, die richtig gut ausleuchtet. Oh, ich glaube, es kommt gerade ein Notfall rein, wir schauen nochmal zurück ins Erdgeschoss. Tatsächlich wird schon der erste neue Patient angeliefert, dem scheint es aber nicht so schlecht zu gehen, denn er sitzt ja noch auf der Trage. Also wird es nicht so schlimm sein. Das passt auf jeden Fall. Und dann haben wir den Krankenwagen auch mal noch gesehen. Der gehört ja auch dazu. Im ersten Stock, da haben wir jetzt ein Wartezimmer eingerichtet. Mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten. Vorne die Stühle. Kennt ihr vielleicht von der neuen Polizeikommandozentrale. Hinten die Couch. Die war, glaube ich, aus dem aufklappbaren Ferienhaus. Das sehen wir auch nochmal in einem anderen Video dann. Hier warten auf jeden Fall schon die ersten Patienten. Ein paar Sachen zu trinken stehen auch da. Und zwei Vasen. Ist also ganz schön dekoriert. Und nebendran haben wir den Röntgensaal. Hier wird auch gerade ein kleiner Junge geröntgt und die beiden Röntgenärzte sind natürlich auch dabei. Das ist das Röntgenset gewesen. Dann schauen wir mal ins zweite Obergeschoss. Hier haben wir die Babystation aufgebaut. Ist jetzt nicht so umfangreich. Ihr seht schon, da ist echt noch ein bisschen Platz. Da könnte man sogar noch was dazustellen. Dann haben wir einmal die Stationsärztin mit dem kleinen Wagen, wo ein Baby drin ist. Und hier im Hintergrund noch eine Waage und ein bisschen Zubehör. Ich glaube, das Kleine ist noch so ein Kindertopf. Und nebendran haben wir dann noch den Zahnarzt. Auch mit einem kleinen Patienten, der hier auf dem Stuhl sitzt. Der Zahnarzt hat ja noch jede Menge Werkzeug rumliegen. Und ist auch scheinbar hier gerade am Werkeln. Der kleine Junge hat hier ein Tuch um den Hals. Oh, und ich glaube, wir kriegen schon wieder einen Notfall rein. Schauen wir nochmal schnell runter ins erste Geschoss. Ich glaube, da kommt der Hubschrauber angeflogen. Aber er scheint leer zu sein. Ist nur der Pilot drin. Dann wird er wahrscheinlich hier nur was abholen. Als letztes schauen wir noch in die obere Etage, da haben wir einmal das Mutter-Kind-Zimmer, hier war ja davor mal die Babystation und hier haben wir jetzt ein Zimmer, wo im Hintergrund ein Bett für die Mutter steht und vorne eben noch ein kleines Bett für das neugeborene Kind. In der Mitte ist ein kleines Badezimmer und nebendran ist dann noch die Kinderstation mit zwei Betten, hinten noch ein kleiner Tisch dabei, also alles rundum dabei. Das war's mit der Kinderklinik, das waren jetzt alle Sets, also alle Fahrzeuge, alle Sachen, die man so reinbauen könnte. Wir haben jetzt auch unten den einen Raum noch gefüllt. Wenn ihr sonst noch Ideen habt, was wir noch reinbauen könnten, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine kleine Bewertung da und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir ein Set komplett vorstellen. Ansonsten abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!